Der Tod auf dem Kreuzzug gefährdete das Kaisertum nicht. Mit Heinrich dem VI. War ein König bereits gewählt. Er war ja auch während des Kreuzzugs mit der Regierung betraut. Eine vorzeitige Kaiserkrönung gelang allerdings nicht. Gleich nach Beginn des Kreuzzugs war auch der gebannte Heinrich der Löwe aus England zurückgekehrt. Da der hohe Adel auf Kreuzzug war, hatte er keinen Widerstand. Nun starb auch der König von Sizilien und Heinrich hatte, über seine Frau Konstanze, Anspruch auf den Thron. Das ließ sich nur mit militärischer Gewalt durchsetzen. Die Normannen wählten einen Halbbruder des verstorbenen Königs zum Nachfolger. Dieser verbündete sich nicht nur mit dem Papst, sondern auch mit dem englischen König Richard Löwenherz. Nun musste sich Heinrich der VI. Mit Heinrich dem Löwen einigen und nach Süden aufbrechen. Auf dem Weg kam es am 14. April 1191 nach Verzögerungen zur Kaiserkrönung. Insgesamt musste Heinrich unverrichteter Dinge nach Deutschland zurückkehren. Die Lage wurde auch dort für Heinrich bedrohlich, er konnte allerdings einen prominenten Gefangenen machen. Es war König Richard Löwenherz. Er hatte bei Venedig Schiffbruch erlitten, zog über Kärnten nach Wien, wo er 1192 gefangen genommen wurde. Er war vorerst auf Burg Dürnstein an der Donau eingesperrt und war dann bis 1194 in der Hand des Kaisers. Der Papst griff nicht ein, denn er war von Richard beleidigt worden. Als Zugeständnis musste Richard England als kaiserliches Lehen akzeptieren, was allerdings folgenlos blieb. Zusätzlich war ein gewaltiges Lösegeld zu zahlen. Der österreichische Herzog errichtete aus seinem Anteil Wiener Neustadt.